In diesem Video geht es um einen Flug mit dem Ultraleichtflugzeug nach Cap Talat in Frankreich, südlich von Grenoble. Cap Talat Airport ist eine ideale Fliegerbasis für Ausflüge zu den Altiports. Das sind die hochgelegenen Flugplätze in den Alpen und zum Mont Blanc. Hier zeige ich den ersten Flugabschnitt mit Zwischenlandung in Bremgarten. Nach dem Auftanken geht es weiter nach Bourg Cériat Airport. Das liegt direkt neben Bourg-en-Bresse. Weiter führt uns die Route an Lyon vorbei, direkt über Grenoble und dann hinein in die Alpen, direkt nach Cap Talat. Anflug über November und Echo 1 mit der passenden Flughöhe. Unsere kleine Gruppe ist sicher gelandet, die Flugzeuge werden noch betankt und dann für die Nacht sicher verzurrt. Das Hotel ist gerade mal 100 Meter entfernt und macht einen guten Eindruck. Es gibt einen Pool im rückwärtigen Bereich und vorne gleich daneben eine Pizzeria. Ja, besser kann man es gar nicht treffen. Am nächsten Tag haben wir super Wetter und es geht gleich zum Ausflug zum Mont Blanc und zu den Altiports. Nach kurzer Flugzeit hebt sich bereits der Mont Blanc deutlich sichtbar von den anderen Bergen heraus. Wir überfliegen die Alpenflugplätze Courchevel und Méribel, die sich in den Skigebieten befinden. Jetzt steigen wir ab aus 9000 Fuß zu einer Landung in Albertville. Wir werden sehr freundlich empfangen und es gibt sogar Erfrischungen. Bei so idealem Wetter wollte ich die Gelegenheit nutzen und auf dem Altiport Alpe d'Huez landen. Mit dem komplizierten Anflugverfahren hatte ich mich allerdings schon zuvor vertraut gemacht.
Für mich als Flieger war Alpe d'Huez ein unvergessliches und beeindruckendes Erlebnis. Heute soll es zum Mittelmeer gehen. Es ist geplant, eine Schleife über Saint-Tropez zu fliegen und dann in Fayence in der Provence zu landen. Fayence hat eine ziemlich trockene und steinige Piste zu bieten, allerdings auch ein nettes Gartenlokal. Außerdem gibt es dort die Möglichkeit, mit einem Mietwagen in einer Stunde Cannes zu erreichen. Das habe ich dann mal am darauffolgenden Tag organisiert. Ein weiteres ideales Reiseziel von Gap ist Mont Dauphin. Dabei geht es über einen der größten Speicherseen Europas. Fuß ist man in wenigen Minuten über eine Brücke in Saint-Crépin, einem wildromantischen Bergdörfchen. Der Abschluss bildete am Nachmittag dann ein kleiner Ausflug nach Gap mit einer wunderschönen mittelalterlichen Altstadt. Mit vielen neuen Eindrücken und Alpenerfahrungen verabschiedeten wir uns aus unserem Flieger Eldorado Gap Talat. Zurück ging es wieder über die gleiche Route durch den französischen Jura, vorbei an Besançon, über Bremgarten, dann zurück nach Reichelsheim. Danke fürs Zuschauen und falls es für euch interessant war, bitte einen Daumen nach oben. Grüße, euer Peter.